Sein Auto wurde gestern auch noch geputzt. Ja. Oh. Die schreibt ganze Zeit uns. Ja. Pass also Kukariku! auf, was du sagst. Kikariku! Wuhu! Wuhu! Bist du heute Machst du Nacht? ein Geräusch von einem Tier? Nagi? Das war ein Murmeltier. Ja. Was denn? Murmeltier? Ich weiß nicht, wie Murmeltiere. Ich habe, glaube ich, gestern in meinem Leben das erste Mal ein Murmeltier live gesehen. Murmeltier macht. Quack, 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 quack. Also nicht Quack, Quack, sondern Quack, Quack. Also, es ist etwas schiefgelaufen. Ich halte die Kamera vor mir, aber sie nimmt nicht auf. Das werde ich merken, wenn es schon zu spät ist. Gut, dass wenigstens die zweite Kamera aufnimmt, wenn auch mit einem leichten Schleier. Guten Morgen, wir sind heute hier am schönen Haarsee. Wir waren hier circa 1,5 Tage, also 2 Nächte, und haben sehr schöne Zeit hier verbracht. Wir haben gestern sehr schöne Wanderungen gemacht, und zwar unweit von hier in den Bergen haben wir so einen Bogenfelsen gesehen, und auch später am Nachmittag sind wir dann entlang des Sees gewandert. Es war wirklich ein sehr schöner Tag gestern. Ja, wie geht es euch? Ja, mir geht's auch gut, aber es ist, ich muss auch sagen, dass es heute Nacht war ein bisschen kalt, aber es war so nie so dramatisch, aber es war okay. Und ich glaube, es ist, steht für uns heute auch ein langer Tag vor, und ja, nach meiner Schätzung, wir sind heute etwa so 200 Kilometer zu fahren. Und ja, dann gucken wir, was ist das, diese Tag uns geschenkt hat. Peter? Ja, Agi hat ja gerade gesagt, ihm sei es kalt gewesen. Mir war es heute Abend, heute Nacht nicht kalt in der Jurte, weil ich habe ja selbst das Holz gespalten mit der Axt, das erste Mal in meinem Leben. Und deshalb war es mir heute noch ganz warm ums Herz, heute Nacht. Ja, so langsam war die in der Mongolei beginnt. Richtige Herbstzeiten, also Tage wird kürzer und nachts also kühler und abends, morgens immer kühler. Also das heißt, es wird auch bei uns Winter beginnen. Nomaden haben zurzeit sehr viel zu tun, im Winter zu vorbereiten. Also ja, und unsere Reise heute wird eigentlich immer noch ostlich, also hinrichten. Also wir werden erstmal diese eine Summe, Erdenherrchen heißt das, ein bisschen westlich fahren, damit wir noch einen Menschenstein schauen können. Also, okay. Ja. Und dann fahren wir die Provinzstadt Oleste. Da suchen wir ein Hotel und übernachten wir. Gut. Und ich kann noch für alle sagen, dass wir uns alle darauf freuen, eine Dusche zu haben und alle entsprechenden Akkus und Batterien aufzuladen. Ja. Das gesagt habend, man kann mal wach auf. Können wir weiterfahren, ne? Ja, fahren wir. Auf geht's. Statt 80 Kilometer. Wir werden diese Summe 50 Kilometer fahren.
Erdene Hayrhan. Ja, Schatzberg. Hayrhan, Mongol, Berge nennen wir auch Hayrhan. Weg zu einem Menschenstein stoßen wir plötzlich auf einen anderen, welcher nicht auf der Karte verzeichnet ist. Der rechteckigen Form nach könnte dieser Stein ein Hirschenstein sein. Bereits im Zeitalter des Skythen, im späten 9. und 8. Jahrhundert vor Christus, wurden solche Steinstelen für schamanistische Zwecke und als Grabdenkmäler von Oberhäupten und bedeutenden Kriegern aufgestellt. Das hier ist eindeutig ein Grabdenkmal. Hirschensteine werden sie deswegen genannt, weil sie oft mit Hirschgravuren verziert sind. Grabfunde legen nahe, dass die Hirschdarstellungen auf den Stelen verzierte Bekleidungsstücke oder tätowierte Körperteile eines Kriegers wiedergeben. Die Hirschgravuren sind hier leider nicht mehr erkennbar, aber der Kopf des Kriegers. Da wir eine genauere GPS-Topolandkarte nicht haben, müssen wir uns an die Einheimischen wenden. Mogi versucht herauszufinden, wo genau der Berg ist, in dessen Nähe sich der heute Morgen angekündigte Menschenstein befinden soll. Schöne Frisur. Ja, der Berg ist richtig, aber der kennt nicht diese Menschen dann irgendwo hier nicht. In der Nähe. Dieser Ort ist überhaupt gar nicht bekannt für ihn. Okay. Was hier auf der Karte gezeichnet ist. Ich bin jetzt mit dran.
Wir sind im Sum namens Erdene Hayrhan, wo wir eine Mittagspause machen werden. Der genauere Ort des eingeplanten Menschensteins ist immer noch unklar. Da Agi an eine Schule geparkt hat, schauen wir uns kurz den Schulhof an. Wow, die Pause wird mit einer echten Glocke beendet. Aber Strom gibt es hier doch, oder? Dennoch, ich finde es schön, analog und nostalgisch. Ich habe das Essen von Schulkindern geklaut. Das ist unmöglich. Nein. Was ist das, Mogi? Das ist der Piroschki, auf Russisch, also ja. Mongolisch nennen das auch Piroschki. Und? Das ist Fleisch und Reis gefüllte Teigtaschen gebracht. Wow, cool. Ja. Eigentlich ja. Ich habe gekauft, also ich habe es nur Spaß gemacht. Glauben wir. Du hast schon wieder Internet, ne, wie ich sehe. Ja, ich muss mich kurz verbinden, aber ich muss die eine Sekunde nutzen. Aber wir sind ja gleich wieder im internetfreien Land, insofern keine Sorge, ich bin nicht süchtig. Der Dorf-Dandy neben Agi ist ein Mathematiklehrer aus dieser Schule, welcher nächstes Jahr in die Rente geht. Auch er kennt den von uns gesuchten Menschenstein nicht, aber erzählt von Felsmalereien aus dem Steinzeitalter, die nicht weit von hier sein sollen. Er ist so nett, dass sie uns sogar den Weg dorthin zeigt. Wir geben also jenen Menschenstein auf, denn de facto haben wir heute einen schon gesehen. So, seid ihr so zu dritt, ne? Jetzt sind wir zu dritt, jetzt wird's kuschelig. Kuschelig. Das Höhlenereignis erlaubt auch Kuscheligkeit. Ja. So. Wie ist ihr getraut, oder? Da oben, ne? So.
Kolorit, Kolorit. Ich simuliere mein Leben in 20 Jahren. Yes, danke dir. Okay, Eis, Eis. Baby. Dum, 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 du, du, dum. Ich sage nicht nein. Ups. Ja, okay. Vielen Dank. Geil, ne? Überraschend. Und das ist noch nicht alles, ne? Längst nicht alles, ne? Iceland.
Möglichkeiten. Da gibt es ein Restaurant, dass das Essen auch gut schmeckt. Mhm. Aber am besten schmeckt unser Hotel. Also schmecken sollte, aber es ist je nachdem. Das ist, wir haben von anderen also nachgefragt. Und am besten, unser Hotel schmeckt das Essen beste. Und da gibt es noch ein Hotel, auch gut schmecken. Mhm. Wir können erstmal dahin gehen und schauen. Leute, ihr kennt es besser. Also ich überlasse mich eurer Entscheidung. Aber ich dachte, vielleicht nutzen wir noch die Sonne und spazieren. Oder wie seht ihr das? Oder wollt ihr zuerst essen? Nein, nee, nicht unbedingt. Also, ja. Ich bin ein sehr harter Typ. Also, zwei Tage. Das ist weichlich. Zwei Tage ohne Essen. Weichlich. Oh, schon, ja. So, Kulturtheater sozusagen. Da sind ja auch wahrscheinlich Musik. Opera. Ah, wie in der Sowjetunion. Genau dasselbe gebaut. Ja. Also alle Städte genau ähnlich wie die Russen. Häuser. Straßen und. Ja, Schule ist es. Zeigst du ihn mit, oder nicht? Ja, klar. Ich wollte was sagen. Aber zu viel Make-up, ne? Orang-Utan. Oh, das ist ein Löwe. Das ist auch dieser bekannte Ring, der Löwe-Titel hat. Schrägstich Orang-Utan, ne? Mir fällt ein, dass nach langer Wüsten- bzw. Steppenabstinenz es schön ist, wieder Bäume zu sehen und umso mehr in ihren Herbstfarben. Өвчөөх байж байна. Хэрэгтэй болно. Амраад аваа. Хэрэгтэй болно. Хэрэгтэй болох хэрэггүй. Es gibt Essen mit Rippen, ja? Rippchen. Da gibt's nicht, aber anderen gibt's. Geht anders, ja. Aber die Rippchen sind auch sehr gut. Rippchen ist nicht da. Was ist denn was schön leichtes? Was ist denn was schön leichtes? Was schön leichtes? Was schön leichtes? Ach Peter, du bist doch inzwischen ein alter Hase, was die Mongolei angeht. Und du erwartest immer noch allen Ernstes, hier etwas Leichtes zum Essen zu bekommen. So, wie immer, ich erzähle heute noch einen Witz. Also es geht um einen Hase und einen Wolf. Ja, es ist einmal also ein Wolf also, und dann ist er mit einer Hase getroffen unterwegs.
Und Hase hat einen großen Sack getragen. Hey, wie geht's dir? Hase, mir geht's nicht so gut. Wohin gehst du? Ich gehe ins Krankenhaus. Hase hat gesagt, ja. Und dann Hase hat der Wolf gesagt, kannst du meinen Sack aufpassen? Ich bin kurz weg und komme ich wieder zurück. Der Wolf hat gesagt, ja, okay. Und dann der Wolf, nachdem der Hase weg ist, wollte schauen, was ist in dem Sack ist. Ja. Dann hat er geschaut, es war ein weibliches Hase. Ja. Und dann der Wolf hat ihn gefolgt. Und hat er sie gefragt, oh, super. Und also sehr stolz. Und dann Hase ist wiedergekommen. Und Wolf hat es gefragt, hey, was ist denn deine Sache? Das ist meine Frau. Leider meine Frau ist also AIDS infiziert, EV, ja. Und ich bringe meine Frau nach Krankenhaus. Ja. Verstanden, ja. Das war die Fortsetzung der makabren Witze. Okay. Was esse ich denn? Was Leichtes. Und in der nächsten Folge...